Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier den Kiowitz K700A euch heute hier vorstellen. Wir haben das gute Stück, kostet hier 83.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir hier bei 4.233. 230 PS hat er an Leistung, entsprechend hier 190 kW manuelle Schaltung und 640 Liter Dieseltank. Ja, 33 km/h auf der Straße, 15,6 Tonnen Eigengewicht ist das ideale Fahrzeug hier zum Ziehen und natürlich hier vielleicht auch zum Pflügen, wer es natürlich möchte. Ist ganz gut und praktisch, würde ich mal sagen. Wir haben hier also Zusatzbeleuchtung, hier zwei Rundumleuchten, dann entweder hier diese drei Lampen da oben drauf oder das Ganze zusammen oder ohne natürlich. Dann hier haben wir hinten Kotflügelverlängerung. Machen wir nochmal weg. So ist es original, so ist es mit. Dann hier Sicherheitskäfig. Oder das Ganze zusammen. Oder ohne natürlich. Dann hier gibt es bei Bereifung hier Standard, dann die Michelin-Breitreifen, dann Mittas-Breitreifen, dann hier, wie wir sehen, Zwillingsbereifung oder hier Standard. Dann gehen wir wieder hier so her, holen wir das Ganze wieder mal rauf, weil das Thema Verwall haben wir jetzt die Hauptfarbe, könnten wir hier nehmen, das mal hier so ein Grau. Dann hier der Käfig, den könnte man rot machen. Dann Kühlergrillfarbe, ja, nehmen wir mal ein Weiß, ja. Dann hier das Fahrerhaus in Orange und dann Felgenfarbe vielleicht in Rot. Also so könnte man uns hier auch gestalten, wenn man möchte natürlich. Dann hier also Kennzeichenwahl, so wie wir es natürlich gewohnt sind. Ja, und wir schauen das gute Stück jetzt mal an. Habe ich jetzt, wie wir sehen, hier zweimal gekauft. Ja, und hier auch auf Alt, also verschlissen und natürlich mit hier den Schmutz hier uns gekauft. Starten wir mal die Hütte. Wir können hier manuell also unsere Heckhelikdraulik heben und senken. Das hat aber nur einen Sinn, soweit ich weiß, immer, ja, wenn wir einen Anhänger hinten dran haben. Cooler Sound. Bremsen braucht er ein bisschen. So, ja, wenn wir jetzt hier dran haben, können wir den hier und die Deichsel rauf oder runter. Coole Hupe. Dann schauen wir uns das Ganze hier so an. Da hier, schauen wir mal. Da können wir auch den uns entsprechend hier dann ziehen, wie wir ihn brauchen. Jetzt nochmal bei der Dreipunktaufnahme, da geht das nun mal nicht. Sehen wir hier, geht auch nicht. Das geht nur hier, wenn jetzt ich einen Anhänger dran habe. Jetzt gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Halten aber den nochmal aus. So, innen drin sieht das so aus. Also Scheibe schon mal kaputt hier. Da haben irgendwer so halbstarke die Scheibe eingeschmissen. Spiegel, wie wir sehen, sind hier mit Funktion. Wir starten jetzt mal die Hütte. Da sind wir hier. Animierten Lüfter haben wir auch drin. Ein Druckluftschlauch zum Saubermachen. Pedale sind hier animiert. Und Schalthebel auch. Haben auch hier einen Sound. Halt schade ist hier dieser Mod hier halt nicht mit Simple IC Unterstützung.
schalten wir mal hier mal die Rundumleuchte ein. Wie wir sehen, linker Kontrolllampe Licht. Hören wir auch alles so schön. Gehen wir mal hier in die Nachtsicht mal rein und schauen das Ganze mal im Dunkeln an. So, sind wir jetzt hier im Dunkeln das Ganze. Linker. Arbeitslicht mit Nummer 6 vorne. Haben wir nicht, wir haben nur Kabinenbeleuchtung, da geht dann die Kabinenbeleuchtung an. Aber jedenfalls coole Sache. Gehen wir wieder hier unsere Tagesschicht. Dann fangen wir mal mit denen hier mit dem größten Hänger, aber natürlich, was wir hier haben, im originalen Spiel. Damit mal über unseren Silo mal drüber. Aber cool, wie der pfeift. Also, das gefällt mir ganz gut. Aber die sind auch sehr flexibel hier vom Gelände. Durch ihren Aufbau. Sind wir auch hier, Kardanwelle ist hier animiert. Oh, dann ziehen wir den gleich mal so ein bisschen rauf. Dass wir dann gleich hängen bleiben. Also jetzt fahren wir hier mit Kinderspiel, wie es ausschaut hier drüber. Ja, Reifenstaub macht er. Uhren auch. Ach, das Horn, das gefällt mir. Jedenfalls cooler Mod. Schauen wir uns auch mal gleich hier die Lok mal an. Ach hey. Ja, da bin ich ja jetzt ein bisschen enttäuscht, wie wir jetzt hier gerade sehen können. Wir haben hier Aero drin. Jetzt müssen wir mal schauen, was das jetzt ist. Hier. Ja, das ist hier der Kiowitz. Also der leider ist ja nicht lokfehlerfrei. Ich finde ihn jedenfalls hammermäßig so her. Ja, er hat hier Probleme zwecks wegen dem Licht, wie wir hier sehen. Ja, XML ist das Problem hier drin, dass er hier den Pfeil das Ganze nicht laden kann. Also, ja, also schade. Ich finde jedenfalls schade drum. Vielleicht tut sich ja jemand nochmal hier den Mod annehmen, dass er vielleicht lokfehlerfrei wird. Ja, hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.